Hey, heute gibt es die letzte Lektion zu den Verbalsuffix zum Ausdruck des Aspekts der Abgeschlossenheit. Super kurz und bündig aus dem Heiji Monogatari. Wieder ein Nu, so wie wir es schon kennen, diesmal in Verbindung mit Beshi. Die letzte Bedeutung, die Nu und Zu hier haben, ist die Betonung oder Verstärkung einer Vermutung, die durch einen Verbalsuffix der Vermutung ausgedrückt wird. So wie hier zu sehen. Ich lese kurz vor. Hanataba sora emo tobi nubeshi. Also wirklich ganz kurz und bündig. Wir haben natürlich mal wieder die obligatorische Partikel ba. Hier hanatsu, loslassen oder freilassen. Ist ein Yodan-Doshi, entsprechend, wenn die Silbe hinten ein A hat, also die Endsilbe ein A hat, ist es in der Misenke. Entsprechend muss man die Partikel ba hier konditional übersetzen oder wenn oder falls. Ich muss gestehen, ich habe nur diesen einen isolierten Satz. Ich weiß nicht ganz genau, worum es geht. Aber irgendwas freilassen, was dann in den Himmel fliegt, es wird wahrscheinlich um einen Vogel gehen. Also machen wir mal als Handlungsobjekt er. Also wenn man, beziehungsweise unpersönlich, und dann beziehen wir das auf einen R. Also wenn man ihn frei ließe, sora emo, in den Himmel hinein, tobi nu beshi. Also das Verbalsuffix beshi, hier zum Ausdruck einer starken Vermutung. Das Ganze angeschlossen an die shushike von nu, das Verbalsuffix, worum es ja gerade geht, welches selber in der Shushike halt steht, weil Beshi an die Shushike angeschlossen wird, außer bei Dahinwerben. Und das Verbalsuffix nu selber ist angeschlossen an die Renyoke, und zwar von Togu, dem Yodan-Doshi Togu, das Fliegen heißt. Also wird sehr wahrscheinlich wohl fliegen, sora emo, in den Himmel hinein. Also wenn man ihn frei ließe, so flöge er mit Gewissheit hinauf in den Himmel. Das war der Satz, das war die letzte Bedeutung der Verbalsuffixe nu oder zu. Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich bei den Beispielsätzen nicht einen dabei hatte, wo das zu herkommt, aber ihr könnt mir vertrauen, nu und zu eigentlich von der Bedeutung und von der Anwendung her deckungsgleich. In zukünftigen Lektionen werde ich aber darauf achten, dass auch mal ein zu vorkommt, damit man auch sieht, dass es das wirklich gibt. Ja, so viel dazu. Heiji Monogatari, kurzer, einfacher, bündiger Satz. Und endlich mal wieder ein Video, was nicht 10 Minuten dauert. Also, weiter geht's.